Frederick Henry Seddon wurde am 21. Januar 1872 in England geboren. Am 31. Dezember 1893 heiratete er und er wurde im Laufe der Jahre Vater von 5 Kindern. Mit seinem ältesten Sohn besuchte er am 1. Dezember 1905 ein Crime-Museum. Er war mehrjähriges Mitglied zweier Logen, wie zum Beispiel den Freimaurern, doch 1906 trat er von beiden zurück. 1909 kaufte er ein Haus mit 14 Zimmern. Er und seine Frau vermieteten den zweiten Stock an die 47-jährige alleinstehende, als exzentrisch geltende Eliza Mary Barrow, die dort mit ihrem 8-jährigen verwaisten Mündel einzog. Seddon versprach Barrow, er könnte ihr Vermögen vermehren, weshalb sie ihm einige Aktien und Gelder überschrieb, im Tausch für mietfreies Wohnen. Im August 1911 wurde Barrow krank und ließ sich am 13. September dazu überreden, ein Testament zugunsten der Seddons aufzusetzen. Bereits am Folgetag, den 14. September 1911, starb die Dame. Eine Sterbeurkunde wurde ausgestellt, ohne dass die Verstorbene überhaupt untersucht worden war. Die Beerdigung war billig und ein Verwandter wurde misstrauisch, wo denn der Besitz der Dame abgeblieben war. Es wurde eine Exhumierung durchgeführt und man konnte Arsen nachweisen, vermutlich gewonnen aus eingeweichtem Fliegenpapier. Frederick Seddon und seine Frau wurden angeklagt. Der Verdacht gegen die Ehefrau konnte entkräftet werden, doch Frederick brachte die Jury mit seinem arroganten Verhalten gegen sich auf. Sie erklärten ihn für schuldig. Am 18. April 1912 wurde Frederick Seddon gehängt. Seine Frau heiratete 7 Monate später ein zweites Mal und zog mit ihrem neuen Ehemann und den Kindern in die USA.